Suche nach Lieutenant Anderson. Ja, und somit herzlich willkommen hier bei Fallspiel bei Detroit Become Human. Wie man vielleicht hört, gibt es eine kleine Änderung im Audio meinerseits vom Mikrofon her. Ich hoffe, dass es sich nun besser anhört als vorhin. Joint Chiefs of Staff. Wie es aussieht, sind wir gerade hier in der Polizeizentrale. Du hast sicher einen Schock. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Klar. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Das sieht nicht gerade sehr gut aus. Sonst können wir hier gar nichts machen. Gehen wir mal zum Empfang und schauen, was die nette Dame uns zu sagen hat. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Vielen Dank. Sehr modernes Polizeihauptquartier. Oha. Hier können wir wohl sehr viel machen. Sprechen wir das doch erstmals hier mit der netten Dame. Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Okay, nun wissen wir zumindest, welcher Arbeitsplatz hier gesucht ist. Aber wenn wir hier schon so viel anschauen können. P.O. Person. P.O. Brown. Deputy Reid. P.O. Miller. Mit ihm können wir sprechen. Du bist noch hier? Ich dachte, deine Mission ist vorbei. Sie wurde verlängert. Hank wird sich sehr freuen, das zu hören. Du hattest recht mit dem Androiden. Es kam kein Mucks aus seiner Zelle. Er wird nachher überstellt. Androidenpolizist, Modell PM-700, in Betriebnahme August 2037. Androidenpolizist, Modell PC-200, in Betriebnahme Januar 2035. Hier auch PM-700. PC-200 und PM-700. P.O. Wilson. Können wir auch mit ihm sprechen? Sieht nicht so aus. Schade. Mit ihm können wir auch nicht sprechen. Es gibt sie noch zum Anschauen. Thank you.
Deputy Collins. P.O. Person, da waren wir schon. Hey. Lieutenant Anderson. Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Schade. Eigentlich wollte ich... Entschuldigung? Vielleicht ist das... Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Warte, Lieutenant Anderson. Eigentlich wollte ich mich noch etwas mehr umschauen. Aber leider kann ich nicht mehr. Oder offensichtlich kann ich doch. Gut. Detroit Today. Die drei Gesetze der Robotererziehung. Familienleben war niemals leichter. UN warnen vor Drittem Weltkrieg. Zustimmungswerte von Präsidentin Warren auf 33% gefallen. Die drei Gesetze der Robotererziehung. Familienleben war niemals leichter. Als Cyberlife seine Kinderbaureihe herausbrachte, war die Öffentlichkeit skeptisch. Eine Familie zu kaufen? Jetzt ist die Kollektion einer von Cyberlifes Bestsellern. Doch ist das eine Überraschung? Anpassbar, LED abnehmbar, kein Hunger, keine teure Betreuung, keine neuen Kinder und nicht zu vergessen, keine schmutzigen Windeln? Das perfekte Kind ist nur einen Klick entfernt. Sämtliche Bedürfnisse können durch einen Tastendruck gestoppt werden. Ein Kinderspiel. Die stressfreie Lösung für karriereorientierte Eltern. Eltern, die keine eigenen Kinder bekommen können oder gerne wieder ein Kind zu Hause hätten. Bei einer Arbeitslosenquote von 37,3% scheinen $7,500 für ein Kind, das die Teenagerjahre auslässt und keine Collegegebühren kostet, im Vergleich zu $350,000 über 17 Jahre eine gute Investition zu sein. Und man geht keine lebenslange Verpflichtung ein. Aber Soziologin Mary Wallace argumentiert, dass diese Androiden dazu führten, dass zu einer Zeit mit einer bereits zu niedrigen Geburtsrate immer weniger Eltern Kinder bekämen. Dies führe zu einem sogenannten Baby-Teufelskreis. Jason Graff, Leiter der Humanisierung bei Cyberlife, tut diese Behauptung als üblichen Widerstand gegen neue Ideen ab und nennt die neuen Androiden einen Triumph der Humanisierung. Ivanov sagt niet. Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnung. Cyberlife, das erste Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt. Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. Ivanov sagt niet. Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnung. Auf Präsidentin Warrens Forderung, dass alle russischen Truppen sich umgehend aus der Arktis zurückziehen sollen, hat Russlands Präsident Ivanov nun geantwortet. Ivanov bezeichnet Warrens Kommentar als Megafon-Diplomatie und meinte, dass US-Säbelrasseln sei die größte Bedrohung für die Stabilität in der Region. Der Kreml veröffentlichte eine detaillierte Erklärung, die Russlands Anspruch auf das Territorium erläutert. Ferner erinnerte Ivanov Präsidentin Warren, dass die USA an die UN-Konventionen gebunden seien, wie alle anderen auch. Der Konflikt ist weit von einer Entspannung entfernt. Dieser Krieg spitzt sich wohl etwas zu, würde ich sagen. Meeting Room. Sehr schwer beschäftigt sehen die Leute hier aus. Sieh mal da.
Unser Freund, der Plastikdetektiv, ist wieder da. Herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht. Sehr beeindruckend. Hallo, Detective Reed. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Bestimmt nicht. Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh, oh. Alter. Wäre Hank gestern nicht da gewesen, wärst du mit deinem Ungehorsam nicht durchgekommen. Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. So ein Arschloch. Einfach nein. Das geht gar nicht. Mehreren Quellen zufolge hat CyberLife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Android-Hilfspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir baten CyberLife um einen Kommentar, doch niemand wollte unsere Fragen beantworten. Das erste Buch einer künstlichen Intelligenz wurde gerade veröffentlicht. Und sein Erfolg übertrifft alle Erwartungen. Träumen Menschen von tierischen Schafen, steht an der Spitze. Donut, das klassische... Das klassische Klischee, wollte ich sagen, hat sich an meine Stimme verabschiedet. Oh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Schade. Passiert leider nichts. Ein wirklich schönes Polizeirevier, muss ich sagen. Krawatte sitzt. Alles gut. Was glotzt du so? Hey, fick dich! Schmur mal schön in deine Zelle. Man wird mich zerstören. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber ich kann nichts für dich tun. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Die Skulptur von dir. Erzähl mir mehr davon. Ich werde sterben.
hätte er an 9 fragen sollen. Was er an 9 bedeutet. Ich dachte, er würde uns mehr erzählen. Öffne die Zelle, schnell! Beeilung! Scheiße. Ich rufe Cyberlife an. Mach das sauber. Schade. Echt traurig, das wollte ich doch nicht. Ich glaube, wir haben so gut wie alles gesehen. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Wir folgen mal Hank. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlife's Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Ich frage mich, ob Lieutenant Anderson wirklich die beste Wahl für diese Untersuchung ist. Hey! Ich brauche keine Maschine, um meine Männer einzuteilen, okay? Also verpiss dich aus meinem Büro! Einen schönen Tag, Captain. Ich frage mich ja, wieso eigentlich so viele Androiden, wieso es so viele Androiden gibt, wenn so viele Leute sie einfach nur hassen. Das finde ich wirklich fragwürdig. Irgendwas haben wir übersehen. Hören Sie, ich weiß, Sie mögen mich nicht, aber wir werden zusammenarbeiten müssen. Also sollten wir uns arrangieren. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Thank you.
analysiere die Abweicherdaten. Fowler, Uhrzeit mit der App anfangen. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Nein. Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Manchmal ist es so schwierig, aus einem Wort zu verstehen, was er überhaupt sagen will. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. So nett. Hey. Vermisst. Fallbezug verschwinden. Opfer Gordon Lopez. Melden der Officer ID 9401, Einheit 412. Fall von Lieutenant Anderson. Fallstatus ungelöst. Android involviert? Ja. Der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Opfer Charles Bell. Melden der Officer ID 1379, Einheit 566. Fallstatus ungelöst, Android involviert, ja. Verdächtiger. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV 500 Nummer 234-777-821 angegriffen worden, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Coney Dogs in 842 Chamberlain Avenue arbeitete. Der Kläger behauptete, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Fallbezug Angriff. Opfer Sarah Cornwall. Melden der Officer ID 4761, Einheit 714. Fall von Lieutenant Anderson, Fallstatus ungelöst, Android involviert, ja. Verdächtiger. Die Klägerin behauptete, von ihrem Androiden einem AP 700 Nummer 480-913-802 angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Fallbezug verschwinden, Opfer Floyd Mills, melden der Officer ID 4703, Einheit 815. Fall von Lieutenant Anderson, Status ungelöst, Android involviert, ja. Vermisst. Der Kläger, der Manager des Eden Club, berichtete vom unerklärlichen Verschwinden eines 6 Androiden, Modell WR 400, Nummer 641-790-831. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Club zurückgekehrt. Fallbezug versuchter Mord. Opfer Leo Manfred. Melden der Officer ID 9603, Einheit 147. Fall von Lieutenant Anderson. Fallstatus ungelöst, Android involviert, ja. Vernichtet. Leo Manfred wurde bewusstlos im Haus seines Vaters, Karl Manfred, gefunden. Laut Aussage des Letzteren gab es eine Auseinandersetzung zwischen seinem Sohn und dem Hausandroiden. Der Android ist ein Prototyp, Modell und Seriennummer unbekannt und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Leo Manfred und Karl Manfred. Karl... Wir kennen Karl doch.
Das ist Marcus, der angeblich vernichtet wurde. Aber er lebt ja noch, wie wir gesehen haben. Zum Glück. Fallbezug Mord. Opfer Todd Williams. Melden der Officer ID 9704 Einheit 249. Fall von Lieutenant Anderson. Fallstatus ungelöst. Android involviert. Ja, Verdächtiger. Die Leiche des Opfers wurde von einem Freund gefunden, der das Opfer besuchen wollte. Er hat um 8.42 Uhr sofort den Notarzt gerufen, der eine Schussverletzung als Todesursache feststellte. Die Mordwaffe hat möglicherweise dem Opfer gehört. Sein Android, ein AX400, wurde nicht am Tatort gefunden und ist der Hauptverdächtige. Todd Williams kennen wir auch sehr gut. Und hier haben wir Kara, die auf der Flucht ist mit Alice. Scannen wir mal alle Akten. 243 Dateien, die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber Sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Wow. Jetzt plötzlich will er doch. Hank hat eine Spur. Auf Hank warten. 76% abgeschlossen, öffentliche Meinung skeptisch, Softwareinstabilität. Hank warm, Amanda vertraut. Oh, das gehört ja noch zusammen. Ja. Gut. Beim Polizeirevier eintreffen, da haben wir... Android gerettet in das Verhör. Carlos, Android sprechen, er zerstört sich selbst. Ich dachte eigentlich, wir hätten fast alles gefunden. Aber offensichtlich doch nicht. Gut, damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Detroit Become Human. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.